Menschen auf der Flucht vor den künstlichen Reizen im Alltag. Menschen auf der Suche nach den natürlichen Reizen. Reize, die den aus den Fugen geratenen Menschen wieder ins Lot bringen. Erde und Luft, Wasser und Licht. Bedrohte Reize auch. Erde und Luft, Wasser und Licht sind durch Umweltzerstörung und rücksichtslose Ausbeutung gefährdet. Zum Beispiel das Wasser. Ein heilender Reiz seit uralter Zeit. Kalt oder warm, gewöhnliches Quellwasser oder Mineralwasser. Gesund und rein muss es sein. Wasser kostet nicht viel und ist doch ein kostbares Gut. Verehrt in allen Kulturen und bedroht durch Verschmutzung. Allegra heißt Freude. Und Allegra ist auch der rätoromanische Gruß im Unterengadin. Dort in Skol wurde 1993 ein Erlebnis- und Gesundheitsbad eröffnet, das zunächst und zuerst Freude machen soll. Mit Sprudelbecken, Kalt- und Warmwassergrotten, Bewegungsbad zum Schwimmen oder einfach zum Plauschen. Dazu gehören das Außenbad mit Strömungskanal, ein Sohlebecken, Sprudel- und Massagedüsen und eine ausgedehnte Saunalandschaft. Alle Becken enthalten Wasser aus verschiedenen Skuola Mineralquellen, mit Ausnahme der Kaltwasserbecken. Das Mineralwasser ist 6 Grad kalt, wenn es aus dem Boden kommt, und wird anschließend auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt. Teil des Bades ist ein Therapie- und Rehabilitationszentrum, wo vor allem Störungen des Herz-Kreislauf-Systems und des Bewegungsapparates behandelt werden. Einmalig, zumindest für die Schweiz, ist das römisch-irische Bad. Es führt zwei Traditionen zusammen. Das römische Trocken-, Warm- und Heißluftbad und das irische Feucht-Warmluftbad. Rund 2 Stunden dauert das Ritual. Mit Duschen, warmen und heißen Luftbädern, Kaltbad, Mineralbädern und Mineraldampfbädern. Hier wird tüchtig eingeseift und dann mit weichen Bürsten geschrubbt. Wirklich porentiefe Reinigung ist die Folge. Die Wirkung des römisch-irischen Bades ist ähnlich wie bei der Sauna. Die Blutzirkulation kommt so richtig in Schwung. Der Körper passt sich den Kälte- und Wärmereizen an und der Stoffwechsel wird ebenfalls angeregt und günstig beeinflusst. Die Seifenbürstenmassage schließlich verbessert die Elastizität und Dehnungsfähigkeit von Bindegewebe und Muskulatur. Und zu guter Letzt tut eine solch intensive Körperpflege auch unserem gestressten und verkrampften Innenleben gut. Wir können uns so richtig loslassen und entspannen. Von der Osteoporose, einer stoffwechselbedingten Knochenerkrankung, sind vorwiegend ältere Frauen, selten auch Männer, betroffen. Rechtzeitige und gezielte Vorbeugung kann die Folgen dieser Krankheit mindern. Osteoporose führt zur Entkalkung der Knochen und zur Brüchigkeit des Skeletts. Frauen, die dann Osteoporose haben, die fürchten sich eben vor der Bewegung und halten zurück, und das ist falsch. Sie sollten ja immer noch in Bewegung bleiben. Wir finden, dass dieses Bad ein sehr gutes Rezept gegen Osteoporose ist, weil die Bewegung sanft und im temperierten Wasser abläuft. Und das ist wichtig, dass nicht abrupte Bewegungen gemacht werden. Calcium ist wichtig für die Knochenbildung. Osteoporose ist deshalb auch eine Indikation für Trinkkuren mit den calciumreichen Quellen von Skol. Die häufig scheinende Sonne fördert die Bildung von Vitamin D, das seinerseits die Aufnahme von Calcium im Körper anregt. Bewegung im Wasser oder in der freien Natur und weitere Angebote
bilden das Programm für Menschen, die dem vorzeitigen Knochenschwund vorbeugen wollen. So, wir zeigen euch jetzt einen Oberguss, und zwar einen Wechseloberguss, der beginnt mit warm. Die Wassermenge etwa eine Handbreit hoch, einen schönen Schlauch bilden und jetzt am rechten Arm beginnen. Das Wasser bildet einen Wassermantel um den Arm, auf der Innenseite geht es ab, linke Arm jetzt dran und dann geht er weiter von unten her in den Brustbereich. Macht dort das Achterschwingen um die Brust herum. Die Sebastian-Kneipp-Schule in Bad Wörishofen, 80 Kilometer westlich von München. Die Schülerinnen und Schüler lernen die fachgerechte Ausführung von Kalt- und Warmwassergüssen, Bädern und Wickeln, Heilpflanzenkunde und gesunde Ernährung, Bewegungs- und Ordnungstherapie nach Pfarrer Sebastian Kneipp. Da müssen wir den Patienten vorher einatmen lassen, die Luft holen lassen. Wir sagen dazu, bitte einatmen und aus. In diesem Rhythmus. Er atmet also in den kalten Guss hinein, aus. Und dann ziehen wir den Wasserstrahl an der Seite hoch, genauso mit dem Wangen auf den Rücken hoch. Allerdings müssen wir jetzt hier beachten, dass wir wesentlich kürzer verweilen als beim Wangenkreis. Das Wechselarmbad. Die eine Wanne enthält ganz kaltes oder leicht temperiertes Wasser. Die Arme sind bis zur Hälfte des Oberarmes ins Wasser getaucht. Dann wechseln Sie bitte ins Warme rüber. Das Kaltbad dauert 10 Sekunden. Das Bad im 38 Grad warmen Wasser 5 Minuten. Das Wechselarmbad hilft bei Durchblutungsstörungen der Hände und Arme und regt den Kreislauf an. Der Körper darf nicht kalt sein und auch der Raum sollte als angenehm warm empfunden werden. Die warmen Bäder enthalten meist Zusätze von Kräutern wie Heublumen, Wacholder, Fichten oder Rosmarin. Die Kneipp-Therapie kennt rund 100 verschiedene Wasseranwendungen. Die Reize können äußerst fein auf die Reaktionsfähigkeit des Körpers abgestimmt werden. Einatmen und aus. Und ruhig weiteratmen. Das Wasser sprudelt mit wenig Druck aus dem Schlauch und hinterlässt auf der Haut einen Wasserfilm. Die kurmäßige Kneipp-Therapie wirkt günstig auf die psychische Verfassung und das Selbstwertgefühl. Der Schlaf kehrt zurück und die Sexualität wird angeregt. Der Kreislauf insgesamt verbessert sich. Also Blutdruck, Puls, Atem- und Körpertemperatur bewegen sich hin zu normalen Werten. Der Gesichtsguss, auch Schönheitsguss genannt, fördert die Durchblutung und verhindert Katarrhe. Nach den Güssen das Wasser abstreifen, sich warm anziehen und sich kräftig bewegen. Kräutervollbäder sind in der Kneipp-Therapie eher die Ausnahme. Als Zusätze eignen sich Heublumen, Fichtennadel, Kleie oder Baldrian, je nach der erwünschten Wirkung. Das Baldrianbad am Abend zum Beispiel fördert den Schlaf. Das Heublumenbad hilft bei rheumatischen Beschwerden und nervösen Störungen. Für den kalten Lenden- oder Leibwickel braucht es ein grobes Leinentuch, etwa 80 auf 180 cm groß. Das kaltfeuchte Tuch wird auf dem warmen Bett ausgelegt. Unser gut aufgewärmter Patient legt sich darauf und die Therapeutin wickelt ihn nun straff, aber nicht einengend ein. Zunächst mit dem nassen Leinentuch, dann mit einem etwas größeren, trockenen Leinentuch und schließlich mit einer oder zwei Wolldecken. Wer es genau wissen will, lernt die richtige Durchführung und Anwendung am besten in Kursen. Soll dem Körper Wärme entzogen werden, beispielsweise bei örtlichen Entzündungen, kann der Wickel nach der Erwärmung des Patienten, also nach etwa 15 Minuten, entfernt werden. Wärmestauende Wickel bleiben 3/4 bis 1,5 Stunden angelegt. Wenn die Wickel noch länger dauern, wirken sie schweißtreibend. Die Füße dürfen keinesfalls kalt sein. Nach kurzer Zeit schon verspürt der Patient eine wohlige Wärme.
Güsse, Bäder, Wickel und Waschungen sind nur die eine Säule der Kneipptherapie. Hinzu kommt die Bewegung, möglichst in der freien Natur. Der Bewegungsmangel ist die Ursache von zahlreichen Zivilisationskrankheiten. Der beste Weg zur Gesundheit ist der Fußweg, heißt es. Laufen, gehen, wandern, schwimmen, Radfahren, leichte Gymnastik, Skilanglauf und andere Bewegungssportarten eignen sich. Mit einem regelmäßigen Ausdauertraining verbessern sich durch Blutung von Muskulatur und Gewebe, Muskelleistung, Atmung, Sauerstoffaufnahme und Versorgung, Herzarbeit, Hirnleistung und seelische Verfassung. Wenn die Menschen nur halb so viel Sorgfalt darauf verwenden würden, sich gesund zu erhalten, wie sie heute unbewusst Mühe darauf verwenden, krank zu werden, die Hälfte der Krankheiten bliebe ihnen erspart. Die Worte des Pfarrers Sebastian Kneipp gelten heute wie damals, vor 100 Jahren, als er aus eigener Erfahrung auf die Wasserkur kam, eine Therapie mit einfachen Mitteln entwickelte und für Arm und Reich nutzbar machte. Die heutige Menschheit kommt bei ihrem Überfluss nicht zur Einsicht. Gebe Gott, dass sie zu einer vernünftigen, einfachen Lebensweise zurückkehre. Dann wird auch unter ihr Zufriedenheit und damit wahres Glück und Lebensfreude wieder Einkehr halten. Die Pflanzensaftpresse weist auf eine weitere Säule der Kneipptherapie hin. Eine einfache, ausgewogene und möglichst naturbelassene Ernährung und die Anwendung von Heilpflanzen, Wacholderbeeren zum Beispiel. Kneipp empfahl sie zur Magenstärkung, Verdauungsförderung und Entwässerung. Die pflanzlichen Präparate wie Tee, Säfte, Badezusätze oder Dragees bleiben wichtige Mittel in der Vorsorge und bei leichten Erkrankungen. Bei schweren Krankheitsbildern sind sie eine Ergänzung zu den übrigen Therapien der Ärzte. Kneipp hat sein Heilwissen aus der Erfahrung geschöpft. Die Heilpflanzen waren ein Teil davon. Er hat sich selber nie ärztliche Autorität angemaßt, sondern wollte den leidenden Menschen nur helfen. Dabei suchte er die Zusammenarbeit mit den Ärzten und der medizinischen Forschung. Die Forschung an den Universitäten hat sich mittlerweile der genauen Wirkungsweisen der Kneipp-Therapie angenommen. Das Fazit: Sie ist mehr als bloß ein Placebo-Effekt. Kneippsche Anwendungen wirken deutlich auf bestimmte Hautzellen und auf die körpereigene Infektabwehr. Bei diesen Untersuchungen werden kleinste Hautstücke in hauchdünne Schnitte aufgeteilt und mit verschiedenen Lösungen gefärbt. An den Reaktionen auf die Hautzellen lässt sich die Wirkung der Wasseranwendungen ablesen. Es geht bei diesen Untersuchungen um die Langerhanszellen in der menschlichen Haut. Wir haben hier ein mikroskopisches Bild eines solchen Hautschnittes und die rot angefärbten Punkte sind solche Langerhanszellen. Hier oben befindet sich die Hornschicht, hier unten ist die Oberhaut zu Ende. Das Ganze kann man erkennen in einem solchen Bild. Hier sind die einzelnen Zellen angeordnet. Hier die Hornschicht und hier die Basalschicht. Diese Zellen haben eine bedeutende Funktion bei der immunologischen Abwehr, zum Beispiel von Erkältungskrankheiten. Solche Zellen sind unterschiedlich ausgebildet, ob wir es mit einer kühlen oder ob wir es mit einer warmen Haut zu tun haben. Bei den Kneippschen Anwendungen kommt es häufig darauf an, dass man durch eine erhöhte Durchblutung in der Haut eine höhere Hauttemperatur erreicht und mit der höheren Hauttemperatur ist dann auch eine bessere immunologische Abwehr erreicht. Das regelmäßige Training, 2 bis 3 Mal pro Woche, je 20 Minuten, soll auf die Leistungsfähigkeit des Patienten abgestimmt sein. Diesem Ziel dient der Ergometer-Test beim Arzt.
hat dann ein Ziel, dass wir bei Ausbelastung eine Basis haben für eine Trainingsberatung. Im Gespräch forscht der Arzt nach den Risikofaktoren, Lebensbelastungen und anderen gesundheitlichen Problemen, die das Dauerleistungstraining beeinflussen können. Eine Minderdurchblutung des Herzens auf dem Begleit-EKG zu erfassen und so auch beispielsweise Reizzeichenstörungen aufzuzeichnen und so festzulegen, in welchem Bereich dann vernünftigerweise trainiert werden kann. Mit einem Elektrokardiogramm wird die momentane Belastbarkeit des Patienten untersucht. Krankhafte Veränderungen des Herzens sollen aufgespürt werden. Der Puls ist ein wichtiger Leistungsindikator. Ihm gilt das besondere Augenmerk von Arzt und Patient. Hier haben wir den Verlauf der Herzfrequenz im Vergleich zum Verlauf der Belastung, der Intensität. Und wir sehen bei zunehmender Belastung einen Anstieg der Herzfrequenz. Dieser Anstieg ist in der Regel linear und ab einem gewissen Punkt steigt die Herzfrequenz nicht mehr linear zur Belastung an. Und das ist dieser Umkehrpunkt hier. Dieser ist für uns, für die Trainingsempfehlung, von entscheidender Bedeutung. Aufgrund dieser Leistungsdiagnose kann ich Ihnen die Trainingsempfehlung folgendermaßen geben. Sie sollten in einer ersten Phase die Belastung des Trainings zwischen 70% und 80% haben. Das wiederum bedeutet Impulszahlen, den Puls zwischen 110 und 120 Schlägen pro Minute. Das heißt, Minimum 1 bis 2 Mal pro Woche, besser wäre es 3 bis 4 Mal. In einer zweiten Phase dann die Belastung erhöhen und bis auf 85% belasten, das heißt Impulsschlägen 130 pro Minute. Und die Dauer wäre dann zwischen 40 und 60 Minuten. Je besser der Organismus auf Ausdauer trainiert ist, desto besser wird das Herz mit der geforderten Leistung fertig. Es schlägt langsamer als zu Beginn des Trainings, muss sich weniger anstrengen und arbeitet ökonomischer. Regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung und Verzicht auf das Rauchen sind die wichtigsten Vorbeugemaßnahmen gegen Herzinfarkt. Pulsmesser. 118. Ja. Nochmal ab. 130. Ist das gut so? Ja, das ist gut so. Gut, weiter. Jawohl. Höhentherapie ist eine Ergänzung zu Wasseranwendungen, Mineralbädern und Bewegungstherapie. Der verminderte Sauerstoffpartialdruck, die trockene Luft, die Kälte und die übrigen Wettereinflüsse fordern den Organismus zusätzlich heraus. Aber er passt sich der Höhenlage an und es entstehen dadurch ergänzende Trainingseffekte. Nicht nur der Körper, auch die Sinne sind angesprochen. Die Begegnung mit den Naturerscheinungen regt die Fantasie und die Gedankenwelt an. Das Gebiet von Squall, Tarasp und Vulpera im Unterengadin auf 1250 Meter Höhe ist besonders reich an Mineralquellen. Davon legt die Trinkhalle von Tarasp aus dem Jahre 1875 Zeugnis ab. Das Gebäude am Inn ist auch ein Beispiel für die Trink- und Badekultur des letzten Jahrhunderts. Im Umkreis von 6 Kilometern entspringen etwa 2 Dutzend Quellen mit unterschiedlichen Mineralwässern. So der alkalische Erdeisensäuerling Bonifatius und die beiden alkalischen Glaubersalzquellen Emerita und Lucius, den einzigen im Alpengebiet. Die Trink- und Badetradition und die Kneipptherapie weisen aber viel weiter als auf das 19. Jahrhundert zurück. Im Jahre 200 soll es in Rom etwa 800 öffentliche Bäder gegeben haben, darunter so weitläufige Anlagen wie die Caracalla-Therme. Diese Quellfassung aus Holz in St. Moritz im Oberengadin wurde etwa 1000 Jahre vor Christus in der Bronzezeit für ein kohlensäurehaltiges Eisenwasser gebaut. Bekannt war die Mauritiusquelle auch den Römern. Ebenso zogen die späteren Besucher gesundheitlichen Nutzen aus der Quelle. Unter ihnen im 16. Jahrhundert der Arzt Paracelsus. Erst im 19. Jahrhundert begann in St. Moritz der große Aufschwung, als die touristische Entwicklung einsetzte und die Gäste den Wintersport entdeckten.
Die Heilbad-Anwendungen verbinden sich auch hier, wie in Skol Taras Pulpera, mit der Bewegungs- und Höhentherapie. Seit 1976 gibt es in St. Moritz ein neues Heilbadzentrum mit Kohlensäure-Mineralbädern, physikalischer Therapie, Kneippanwendungen und Alpenmoorbädern und Packungen. Ja, ich bin 36 Jahre alt, Hausfrau, habe ein Mädchen und seit etlichen Jahren leide ich an Rückenschmerzen. Und hinzugekommen sind noch leichte Hüftarthrosen. Ich mache zweimal jährlich eine Therapie, 3 Wochen. Und die besteht aus Moorbad, Moorpackungen und Gymnastik. Frau Kramer, das Bad ist fertig. Machen Sie die Liste. Das Alpenmoor entstand während Jahrtausenden aus im Wasser versunkenen Pflanzen. Es eignet sich zur Therapie von Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, wie Rückenleiden oder Arthrose, bei chronischen Unterleibsentzündungen und klimakterischen Beschwerden bei Frauen. Die Moorrückstände gelangen nach dem Bad wieder in den Kreislauf der Natur zurück. Vom Alpenmoorbad ins Kohlensäure-Mineralbad. Die natürliche Kohlensäure reizt die Kältefühler der Haut und verschiebt die Kälteempfindlichkeit von 36 Grad auf 34 bis 32 Grad nach unten. Die subjektive Kälteempfindlichkeit ist also herabgesetzt. Dadurch wird die Herz-Kreislauf-Belastung verringert. Kohlensäure-Mineralbäder eignen sich deshalb auch für Menschen mit geschwächtem Herzen, erweitern die Blutgefäße, steigern die Durchblutung und senken den Blutdruck. Die Massage lindert bei rheumatischen Beschwerden die Schmerzen und löst Muskel- und Gewebeverhärtungen auf. Über die Reflexzonen auf der Körperoberfläche können auch innere Organe günstig beeinflusst werden. Die Wirkung von Massagen beruht auf der besseren Zirkulation in den Blut- und Lymphgefäßen an der Körperoberfläche und auf einem besseren Stoffwechsel. Im Januar hatte ich hier einen Skiunfall. Dabei ist das vordere Kreuzband knöchernd ausgerissen. Es ist operiert worden, mit einem Gips versorgt worden für 4 Wochen und jetzt bin ich hier zur Rehabilitation. Sie ziehen die Fußspitze hoch, strecken das Knie, drehen die Ferse. Gut. Langsam nachlassen und wieder hochziehen. Anfänglich hatte ich noch recht starke Schmerzen am Knie und auch die Beweglichkeit war sehr gemindert. Aber aufgrund der Physiotherapie und des Bewegungsbades, wie auch Elektrotherapie, hat sich das in den letzten 3 Wochen sehr verbessert. Und ich muss sagen, ich bin recht zufrieden. Nächste Übung. Ziehen Sie die Fußspitze hoch, drehen den Fuß nach innen und beugen das Knie an. Ziehen die Ferse Richtung Po. Solche krankengymnastischen Übungen stärken die Muskulatur, dehnen die Bänder und fördern die Beweglichkeit der Gelenke. Die Übungen sind auf jene Körperteile ausgerichtet, die vom Unfall betroffen sind. Ich massiere jetzt die Narbe, um das Narbengewebe zu lockern. Geht es so? Mhm. Ich bin von Beruf Krankenschwester, muss da sehr viel heben und mich bücken und habe seit neuestem sehr starke Rückenschmerzen. Vor 2 Monaten hatte ich einen Bandscheibenvorfall. Jetzt mache ich hier im Heilbad Moorpackungen, Massagen und gezielte Gymnastik. Und das bringt mir sehr große Linderung. Das Moor ist im Gegensatz zum Kohlensäurewasser ein schlechter Wärmeleiter. Der Körper empfindet eine Moorpackung auch bei Hitze immer noch als erträglich. Dadurch entsteht ein Überwärmungsreiz, der erwünscht ist. Beispielsweise zur Schmerzstillung und besseren Durchblutung. Moorpackungen eignen sich etwa bei Gelenkerkrankungen durch Abnützung, Rückenbeschwerden oder chronischen Unterleibserkrankungen bei Mann und Frau. Die Moorwirkstoffe dringen über die Haut in den Körper ein und gelangen in den Stoffwechsel. Es kommt zu einer allgemeinen Umstimmung, zu einer besseren Hautfunktion. Und sogar die hormonelle Regulation wird günstig beeinflusst. 20 Minuten dauert und ich komme in 5 Minuten. Ne? Dankeschön. Danke. Ich zeige Ihnen jetzt noch eine Übung, um die Rückenmuskulatur zu kräftigen.
Sie nehmen das Band hier unter leichter Spannung und ziehen mit geraden Armen das Band nach hinten, halten das hier kurz und gehen langsam wieder nach vorne. Bei der Rückenschule trägt die Patientin aktiv zur Stärkung der Rückenmuskulatur und des übrigen Haltungsapparates bei. Gut, die Knie etwas auseinander. Geraden Rücken machen, langsam nach hinten, Schultern runterziehen. Gut, und wieder nach vorne. Sie versuchen sich jetzt noch mit geraden Rücken etwas nach vorne zu neigen. Hier das Becken bleibt und hier nach vorne gehen. Gut, und jetzt nochmal nach hinten ziehen. Brustbein bleibt vorne. Sehr gut. Prima. Und langsam wieder nach vorne. Gut. Ich mache jetzt eine Extensionsmobilisation, eine vorsichtige, um die Bandscheibe sozusagen wieder zurückzudrücken. Bei der Extensionsmobilisation zieht die Therapeutin die blockierten oder gestörten Segmente der Wirbelsäule leicht auseinander und macht sie so beweglicher. Wenn Sie auch irgendwas in Ihrem Bein spüren, müssen Sie es mir sagen. Ja. Wunderbar, gut. Jetzt können wir noch vorsichtig Rotation machen. Rotationen an der Wirbelsäule sind sehr sanfte Dreh- und Druckbewegungen. Sie sollen ebenfalls die Beweglichkeit der Wirbelsäulensegmente verbessern. Solche physiotherapeutischen Übungen, Manipulationen, Massagen, zusammen mit den Faktoren des Höhenklimas, den Moorpackungen und Kohlensäure-Mineralbädern, greifen an verschiedensten Punkten ins Krankheitsgeschehen ein. Manchmal mit verblüffenden, schier unglaublichen Wirkungen, wie unser nächster Patient zu berichten weiß. Eigentlich bade ich seit 1976 hier und ich bin eigentlich zweimal schwer krank gewesen. Einmal habe ich den Rücken gebrochen und vier Diskus draußen und dann habe ich das Raucherbein bekommen, war im Rollstuhl und dank diesen vielen Bädern, die ich jedes Jahr seit 20 Jahren zweimal im Jahr mache, bin ich sehr in guter Obhut und kann heute ohne Stock wieder laufen. Und bin sehr glücklich, hier oben zu sein. Das Mauritiuswasser auf 1800 Meter Höhe ist das höchstgelegene Heilwasser der Schweiz und die stärkste kohlensäurehaltige Eisenquelle Europas. Der Eisengeschmack ist auf der Zunge deutlich wahrnehmbar und das Eisen liegt in einer Form vor, die der Organismus gut aufnehmen kann. Daneben enthält das Wasser andere Mineralien wie Calcium, Natrium, Magnesium, und natürlich die Kohlensäure, die aus dem kühlen Heilwasser einen heilsamen Alpenchampagner macht. Vom Champagnerklima spricht man aber auch sonst in den Bergen. Worin bestehen denn die Höhenreize, die, entgegen der landläufigen Meinung, auch älteren Menschen gut bekommen? Das alpine Reizklima mit der intensiven Sonnenbestrahlung und der ständig bewegten Luft. Das stimuliert alle Körperfunktionen, regt die Atmung an, den Kreislauf, wie Sie gehört haben, und auch die allgemeine Abwehrkraft und stimuliert das Wohlbefinden. Können auch ältere Menschen eine Kur in der Höhe machen? Sie ertragen es sehr gut. Sie brauchen etwas mehr Zeit, um vom Hochgebirgsklima profitieren zu können. Wir genießen natürlich die Sonne und die Berge hier. Wir können vor allem dem Nebel im Mittelland entrinnen. Und die Sonne hier regt natürlich auch die Vitamin-D-Produktion an. Das tut eigentlich allen gut. In mancher Naturgegend entdecken wir uns selber wieder, mit angenehmem Grausen. Hier, wo Italien und Finnland zum Bunde zusammengekommen sind und die Heimat aller silbernen Farbentöne der Natur zu sein scheint. Friedrich Nietzsche, der Philosoph, hat sich in den Bündner Alpen inspirieren lassen. Es gibt Menschen in dieser Gegend, die haben keine Hemmungen, ihre Kraft aus der Natur zu schöpfen. Sie glauben an die Natur. Sie umarmen Bäume, um Energien zu bekommen. Sie
behängen sich mit Steinen oder therapieren ihre Chakren mit Steinen, eben um Energien zu bekommen und auch Krankheiten zu therapieren damit. Ja, weil ein Stein ist für die Allergie und ein Stein ist, dass ich schöne weiche Haut habe und der nächste Stein ist, dass ich nicht so schlimme Wutanfälle habe. Und ich muss sagen, es ist ganz erstaunlich, wie wirksam das bei diesen Menschen ist. Ich meine, es ist auch für uns Schulmediziner legitim, dieses in unser methodisches oder therapeutisches Ziel oder Prinzip mit zu integrieren. Die Leute, die von beiden Seiten behandelt werden, zeigen wesentlich mehr Verantwortlichkeit, weil sie sind, wie gesagt, integriert. Im Gebirge erfährt der Mensch Kälte und Wärme, die Klimawechsel, Feuchtigkeit und Trockenheit, Hunger und Durst. Durch die wiederholte Auseinandersetzung mit der Natur der Alpen passen sich Körper und Geist den Herausforderungen an. Und von den Steinen geht eine eigenartige Faszination aus. Manche Menschen empfinden sie als energetische Kraftquellen. Der Mensch braucht solche Anregungen aus der Natur für sein Wohlbefinden und seine Lebensbewältigung. Deshalb bedroht die Umweltzerstörung den Menschen in seinem Lebenskern. Hier in meiner Hand ist ein Bergkristall, der ungefähr 20 Millionen Jahre alt ist. Er stammt hier aus Graubünden. Und der Kristall war seit jeher auch beim Indianer in allen Kulturen immer bekannt als Kraftstein. Als Kraftspender der Natur. Die künstlichen und einseitigen Reize des Alltags überfordern den Menschen. Das Geheimnis der vielseitigen natürlichen Reize ist die Stimulation aller Körperfunktionen. Vom Gebirge der Alpen hinunter ans Meer. Eine andere Art von Reiztherapie. Aber dieselben Elemente. Wasser und Licht, Luft und Erde. Besinnung auf die Natur. Einkehr bei sich selbst. Hin nach Ischia flüchte du aus dem Gewirre des Lebens. Ruhe findest du da, welche dir längst entfloh. König Ludwig I. von Bayern besuchte die italienische Insel viermal und verliebte sich in eine junge Italienerin. Die Beziehung war zum Leidwesen des Königs nicht von Dauer. Trotz Massentourismus und motorisiertem Verkehr finden auch heute noch Ischia-Besucher hier Ruhe und Erholung, besonders im Frühling und Herbst. Nicht nur bei Liebeskummer soll der Aufenthalt am Meer Trost bringen und die Leiden lindern. Ischias Giardini-Poseidon-Therme, auch Poseidon-Gärten genannt, sind etwas Einzigartiges für den Bäderfreund. 19 verschieden warme Thermalbecken und ein Becken mit gefiltertem Meerwasser sind auf eine weite Gartenanlage verteilt. Hinzu kommen Wasserfallduschen, Unterwassermassagen, Kneippanlagen, Sauna und eine Therapieabteilung. Ich bin schon eine Woche hier. Und so ganz gut bekommen, oder? Ja, es bekommt mir recht gut. Ich bin ja immerhin das 28. Mal hier. Und naja, ich stehe schon etwas unter Denkmalschutz mit meinen 88 Jahren. Und, ja, deswegen komme ich eben jedes Jahr hier wieder hierher. Sie haben auch immer einige Monate Ruhe hinterher mit Ihren Hinterher habe ich so 3 bis 4 Monate Ruhe, aber dann fangen die Knochen wieder ein bisschen an
sich zu melden, nicht? Labsal für gebeutelte Knochen und Muskulatur. Spannung und Entspannung, Belastung und Entlastung, Aktivität und Erholung. Das gehört zu einer erfolgreichen Klima- und Thermalkur. Beides regelmäßig und beides zu seiner Zeit. Warm und kalt. Vom 40 Grad warmen Wasser ins 15 Grad Becken, aber nur mit ärztlichem Einverständnis. Sebastian Kneipp war nie auf Ischia. Dennoch hat er hier seine Spuren hinterlassen. Wahrlich ein Jungbrunnen für die Gesundheit. 15 Sekunden im kalten Becken sind genug. Im warmen Wasser darf es erheblich länger sein. Ischias Thermalquellen sind vulkanisch beeinflusst. Im Jahre 1302 brach zum letzten Mal ein Vulkan aus. 1883 zerstörte ein Erdbeben den Ort Casamicciola. 1700 Menschen kamen dabei ums Leben. Seither ist es ruhig, bis auf die Gasaustritte aus dem Erdboden und die heißen Quellen. Unter unseren Füßen brodelt das Magma und heizt das Thermalwasser auf. Hat die leitende Ärztin der Poseidon-Thermen nicht manchmal das Gefühl, auf einem dampfenden Pulverfass zu sitzen? Also ehrlich gesagt habe ich mir das noch nicht so überlegt. Man sieht zwar überall Thermalquellen aus dem Boden sprudeln, auch ganz spontan hier auf der Insel, aber ist vielleicht auch ein Reiz des Risikos. Die Poseidon-Gärten bieten eine Vielzahl von thermischen Reizen. Tun die Patienten da manchmal zu viel des Guten? Selbstverständlich. Also die Patienten oder Gäste, die hierher kommen, sollten auf jeden Fall immer darauf hingewiesen werden, dass sie sich orientieren, dass sie also auf jeden Fall zur ärztlichen Untersuchung kommen, weil es also tatsächlich auch für einen normalen Menschen ohne größere körperliche Gebrechen gefährlich werden kann, wenn er übertreibt. Man kann sagen, dass hier eine einzigartige Kombination von Meeresklima, Meerwasser und auch Thermalquellen vorliegt. Die Thermalquellen sind auch salzhaltig und insofern haben sie eine gewisse Ähnlichkeit zum Meerwasser, sodass sich die Wirkungen, die daraus entstehen, tatsächlich ergänzen können. Und das wirkt sich besonders positiv aus auf Erkrankungen des Bindegewebes, des Bewegungsapparates im Allgemeinen, des rheumatischen Formenkreises und auch eben insbesondere auf Atemwegserkrankungen. Die Verbindung von Wassertreten nach Kneipp im kalten Wasser mit dem Gehen im warmen Wasser nach japanischer Art. Ein ganzes interkulturelles Bündel von Reizen wirkt auf den Körper ein. Zum bloßen Spaß macht das niemand. Denn den Clou von der ganzen Geschichte spüren die Teilnehmer an den Fußsohlen. Die Kieselsteine im Wasser walken das Fußbett ganz schön durch. Die Fußreflexzonenmassage lässt grüßen. Eine verflixt heikle Sache, denn wer hat sich schon eine harte Hornhaut an den Fußsohlen antrainiert? Kinder haben ihr eigenes Reich. Denn zu den übrigen Becken sind sie aus sicherheits- und medizinischen Gründen nicht zugelassen. Die Poseidon-Gärten haben ihren besonderen Zauber. In den üppigen und artenreichen Gartenkulturen finden sich Nischen für Wildpflanzen und niedliche Gäste aus dem Tierreich. Auch sie erheben Anspruch auf dieses Paradies, oder besser, sie sind ein Teil davon. Die Vegetation überwuchert die Spuren der geologischen Entwicklung Ischias. Der Berg Epomeo versank einstmals im Meer, nachdem sich darunterliegende Magmakammern entleert hatten. Viel später hob nachdrängendes Magma die Tuffmassen wieder empor und es bildete sich das Ischia von heute. Eine Folge dieses urzeitlichen Geschehens sind die skurrilen Formen in den Tufffelsen gleich hinter den Poseidon-Gärten. In diesen Formen drückt sich der universale Rhythmus der Natur aus. Das Chaos
enthält immer schon die Ordnung in sich. Wie die Natur im Großen nach dem Gleichgewicht der Kräfte strebt, so sollen auch die sanfteren natürlichen Reize den Menschen die eigene Ordnung finden lassen. Naturheilverfahren wollen Ordnung in die Funktion gestörter Regelsysteme bringen. Sie aktivieren die Eigenregulation des Organismus und regen die Selbstheilung an. Die Regulationstherapie durch Reize kann nur da wirken, wo körpereigene Regulationssysteme noch ansprechbar sind. Die äußere Unordnung wirkt auf den Organismus zurück. Die Störungen im globalen Regelkreis berauben die natürlichen Reize ihrer Wirkung. Was nützt ein Paradies, wenn ringsumher die natürlichen Reize und Ressourcen ausgebeutet und zerstört werden? Zum Beispiel das Licht. Die Ozonschicht wird immer dünner und filtert die schädlichen UV-Strahlen nur ungenügend. Die Folge davon ist die ausgetrocknete Lederhaut und das Melanom, ein gefährlicher Hautkrebs. Wenn der Mensch den groben Störungen im globalen Regelkreis nicht Einhalt gebietet, dann wird es bald auch für die sanften Heilreize zu spät sein.